Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, heute habe ich einen Tipp für dich und zwar, wie ich es schaffe, dass ich den Überblick nicht verliere, also im Alltag, dass ich mich nicht verzettle, dass ich weiß, was jetzt diese Woche oder heute ansteht. Und das ist ganz simpel. Also ich nehme mir so ein Blatt Papier am Morgen. Hallo, ich grüße dich. Ich nehme mir so ein Blatt Papier morgen und schreibe mir wirklich einfach alles auf, was an diesem Tag ansteht, was ich zu erledigen habe. Das kann Wäsche waschen sein, zur Post fahren, einen Anruf tätigen, Kind von der Schule abholen oder Elternabend oder auch einen Kliententermin oder ein Coaching-Gespräch. Was auch immer, ich schreibe mir alles auf diesen Zettel auf. Also jeden Punkt, alles was wichtig ist, auch kochen. Ich schreibe mir auch auf, wenn ich Sport machen möchte oder eben auch ein Power-Napping machen nach dem Mittagessen. Somit habe ich auf einem Blatt Papier alles drauf, was ich an diesem Tag erledigen möchte. Was wichtig ist, ich vergesse nichts, ich bekomme meinen Kopf frei dadurch und das Schöne ist, wenn ich dann etwas erledigt habe, mache ich entweder ein Häkchen dahinter. Klopfe mir auf die Schulter, gedanklich erledigt oder freue mich, dass ich es erledigt habe. Oder am Abend werfe ich einen Blick auf meinen Zettel und schaue, was alles noch erledigt wurde im Laufe der Zeit, weil manches mache ich einfach automatisch, da brauche ich jetzt den Zettel natürlich nicht. Und es ist dann einfach toll zu sehen, das war zum Beispiel mein Zettel gestern, da ist alles durchgestrichen, habe ich alles geschafft und erledigt und es erfüllt. Total, wenn man sieht, das, was man sich vorgenommen hat, das hat man geschafft. Und damit bringe ich meinen Tag schon mal ein kleines Stück weit in eine Struktur und in eine und oder organisiere mich. Weil mit Kindern ist es dann oft so, dass mal schnell was dazwischen kommt oder vielleicht auch mal flexibel sein muss, wenn das Kind zum Beispiel krank ist. Dann habe ich aber so einen groben Überblick, was alles an dem Tag ansteht. Und dann kann ich mir natürlich die Punkte raussuchen, die wichtig sind. Also ich kann dann meine Prioritäten setzen, wenn ich jetzt sage, gut, bügeln habe ich jetzt heute nicht geschafft, weil etwas dazwischen gekommen ist, dann schreibe ich das einfach am nächsten Morgen auf meinen Zettel. Also es ist keine Übung, diese Arbeit, das dauert 5 Minuten, das mache ich am Morgen, wenn ich meine Tasse Tee trinke, hole ich mir ein Zettelchen, notiere mir das alles auf und ich empfehle es dir, probier es einfach mal aus und teile mir gern mit, wie es dir damit geht. Ob du damit deinen Tag entspannter empfindest, weil du dich nicht mehr so verzettelst, oder ob du merkst, dass du einfach mehr Struktur reinbekommst in einen Alltag. Weil ich sehe dann auch oft, auch gut, da muss ich einkaufen, da muss ich zur Post oder da muss ich noch auf den Recyclinghof fahren. Dann kann ich das alles verbinden, dann mache ich das alles in einmal. Also, das hilft wirklich, da Strukturen reinzubringen. Und teile uns gerne mit, wie es dir damit geht. Mach es mal eine Woche jeden Tag am Morgen und ja, schau, was sich verändert. Und falls du einen anderen Tipp hast, schreib ihn gerne in die Kommentare mit rein. Was nutzt du, um deinen Alltag zu strukturieren? Was hilft dir, um deinen Alltag besser zu organisieren mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinem Partner? Damit du auch Zeit hast, deine Hobbys noch auszuleben oder eben auch Freizeit für dich bekommst. Weil das ist auch ein Vorteil, wenn ich jetzt an einem Tag nicht so viel vorhabe oder nicht so viel To-Dos habe, dann plane ich mir natürlich an diesen Tagen auch mehr Zeit für mich mit ein und kann mir überlegen, ach, was mag ich heute machen? Und dann notiere ich mir das am Morgen dann schon mit auf. Und falls ich dann intuitiv was anderes lieber machen möchte, dann ist es auch okay. Aber ich sehe einfach, dass ich Zeitfenster habe, wo ich etwas für mich tun kann. Ja, ich nutze dieses Tool auch in meinem Balance- und Energieprogramm und ich bekomme auch da von den Müttern wirklich gutes Feedback oder gute Rückmeldung. Erst gestern hat mir eine Mama wieder geschrieben, dass es ihr wirklich sehr hilft, ja, zu sehen, also die Woche ein bisschen zu planen und zu sehen oder sich ihre Zeit da wirklich auch einzutragen, ihre Mamazeit, ihre Zeit, wo sie sich Gutes für sich tut, wo sie sich Zeit für sich und ihre Bedürfnisse nimmt. Und auch wenn es nicht immer klappt, es ist egal, aber du hast einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, du hast einen Überblick, du verzettelst dich nicht mehr.
und alles läuft entspannter. Okay, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich lade dich natürlich auch immer wieder herzlich zu meinem Erstgespräch ein. Wenn du sagst, das hängen mehrere Themen zusammen, dann melde dich zum Erstgespräch an. Wir schauen, was wir bei dir ändern können oder wo es vielleicht hängt, was du verändern solltest. Und gerne unterstütze ich dich natürlich dabei. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bei uns regnet es zwar heute, aber da findet sich auch anderes, was man Schönes erledigen und machen kann. Okay, lasst es euch gut gehen. Bis bald und ciao.